Ark Survival Ascended Admins und Kommandos. Wenn du auf deinem Ark Survival Ascended Server unterwegs bist, entdeckst du nicht nur Wälder, Höhlen und eine Vielzahl an Gegnern, sondern auch viele Items und Strukturen. Um zu überleben, musst du Ressourcen sammeln, Gegenstände herstellen und dir einen Unterschlupf bauen. Das kann allerdings sehr mühsam sein und an manchen Punkten zu Frustration führen. Du kannst die Welt aber auch aus einer anderen Perspektive betrachten und dir das Leben leicht machen, wenn du die Admin-Features verwendest. Spawn an anderen Orten, fliege durch die Welt wie Superman oder werde zu Gott. All das und noch viel mehr ist als Admin auf einem Ark Survival Ascended Server möglich. Schnappt dir deine Freunde und bringt euer Ark-Erlebnis mit Admin-Features auf das nächste Level. Ark Survival Ascended Admin werden. Wenn es darum geht, Administratoren für deinen Ark-Server zu ernennen, stehen dir zwei primäre Ansätze zur Verfügung. In diesem Video stellen wir dir eine Möglichkeit dafür vor, und zwar wie du anhand eines Admin-Passworts anderen Spielern den Zugriff auf Kommandos gewährst. Den anderen Ansatz mit der Spielerverwaltung deines Servers stellen wir dir in einem anderen Video vor. Ein Server-Passwort erstellen. Geh zu deinem Ark-Survival Ascended Web-Interface und stoppe als erstes deinen Server. Klicke unter den Einstellungen auf den Reiter Allgemein. Suche in den Basiseinstellungen den Punkt Admin-Passwort. Hier musst du nun dein Admin-Passwort eingeben. Wir empfehlen dir, ein sicheres Passwort zu wählen, welches zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung und eine Zahl enthält. Nachdem du dein neues Passwort erstellt hast, drücke unten auf Einstellungen Speichern. Starte als letztes dein Ark-Server neu. Admin im Spiel werden. Jetzt hast du in deinem Server erfolgreich ein Passwort angegeben. Nun müssen wir dieses im Spiel eingeben. Dafür musst du natürlich als erstes in dein Spiel und dich mit deinem Server verbinden. Sobald du auf deinem Ark-Server angekommen bist, musst du die Eingabekonsole öffnen. PC-Spieler von Ark Survival Evolved müssen sich etwas umgewöhnen. Den Shortcut mit der Tab-Taste gibt es nicht mehr. Und du musst die Konsole aktivieren. Die Option dafür findest du in den Einstellungen unter Erweitert, auf der linken Seite. Nachdem du deine Änderungen gespeichert hast, findest du unten links im Pausemenü die Konsole. Um nun ein Admin zu werden, musst du hier Enable Cheats und dein Admin-Passwort eingeben. Bestätige mit der Enter-Taste. Hast du dein Passwort richtig eingegeben, hast du nun Admin-Rechte und kannst eine Vielzahl an Cheats benutzen. Wichtige Admin-Befehle. Jetzt wollen wir dir noch ein paar der wichtigsten Admin-Befehle vorstellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du die Befehle auf deinem Server oder in deiner Singleplayer-Welt verwendest. Beachte allerdings, auf deinem Server musst du ein Admin-Cheat vor dem Kommando setzen. In deiner Singleplayer-Welt musst du das nicht tun. Enable Cheats und dein Admin-Passwort. Wie gerade eben schon angesprochen. Jeder Spieler, der das Passwort hat, hat zudem auch die Möglichkeit, ein Admin zu werden und eine Vielzahl an Cheats zu benutzen. Pass also auf, wem du das Passwort gibst. Gott. Das schaltet den Gott-Modus an. Das macht dich unverwundbar gegenüber den meisten Schadensarten in Ark. Zum Ausschalten gibst du einfach dasselbe Kommando nochmal ein. Set Time of Day. Damit stellst du die Tageszeit ein. Gibst du zum Beispiel 12.00.00 ein, wird es 12 Uhr mittags. Force Tame. Mit Force Tame kannst du dir jeden Dino zähmen, den du gerade ansiehst. Stell nur sicher, dass du nah genug dran bist. Summon und die Dino-ID. Mit dem Summon-Kommando kannst du jederzeit ein Dino vor dir erschaffen. Willst du also nicht lange nach einem bestimmten Exemplar suchen, so kannst du dir online die ID suchen und mit Summon beschwören. Fly, Ghost und Walk. Diese drei Kommandos sind sehr ähnlich zueinander. Mit Fly kannst du wenig überraschend durch die Welt fliegen, Ghost hingegen erlaubt es dir durch jegliches Terrain zu glitschen und Walk schaltet beide Modi wieder aus. GCM. Mit GCM oder Give Creative Mode kannst du den Kreativmodus aktivieren. Du bekommst keinen Schaden mehr, kannst unendlich viel tragen und hast alle Engramme freigeschaltet. Das Herstellen von Gegenständen kostet dich außerdem keine Ressourcen mehr. Und du bekommst ein Admin-Gewehr, mit dem du Feinde mit einem Schuss töten kannst, dich teleportieren kannst und gewisse IDs herausbekommen kannst. Show My Admin Manager. Das letzte nützliche Kommando öffnet ein komplett neues Fenster. Hier kannst du Spieler bannen und entbannen, eine Nachricht des Tages einstellen, bestimmte Spieler einzeln anschreiben und natürlich das Wichtigste, jeden Befehl rechts aus der Liste auswählen. Wirklich praktisch. Ein weiteres praktisches Feature an Ark Survival Ascended ist, dass sich das Spiel die letzten Cheats merkt. Heißt, wenn du häufig die Tageszeit ändern möchtest oder viele Dinos zähmen möchtest, musst du nicht jedes Mal denselben Befehl nochmal eingeben. Effektives Servermanagement ist ein wichtiger Aspekt, um ein reibungsloses Spielerlebnis für dich und deine Spieler zu gewährleisten. Ark Survival Ascended bietet eine Reihe von umfangreichen Admin-Befehlen, die dir eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten. Ob du nun Bans gegen widerspenstige Spieler verhängen möchtest, eine lockere Spielsession mit aktiviertem Gott-Modus genießen möchtest oder einfach die Spielzeit anpassen möchtest. Um dein Ark-Abenteuer zu verbessern, sind die Möglichkeiten grenzenlos. Durch die Benennung von Ark-Server-Administratoren für deinen Ark Survival Ascended Game-Server kannst du die Kontrolle über deine Ark-Welt übernehmen und das ultimative Spielerlebnis gestalten. Hat dir das Video geholfen? Dann zeig uns das doch mit einem Like. Abonniere unseren Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Tutorial-Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.